Hi, Louis. Räum mal dein Leergut auf. Der Bude waren wir schon. Ja, genau, das war das mit Goldfischglas. Marcel, der Künstler. Hallo. Willst du eines meiner Gemälde kaufen? Oh, nein. Setz dich. Ich hole etwas zu trinken. Ich bin Marcel. Wie du siehst, bin ich ein Maler. Man sagt, die Kunst lebt nicht vom Brot allein. Malen bedeutet für mich Leben. Ich möchte, dass die Leute dank meiner Bilder sehen, was ich sehe und fühle. Wie findest du meine Kunstwerke? Abgefahren! Ich bin zwar kein Experte, aber deine Bilder sind echt groovy. Wirklich? Danke. Das ist sehr nett von dir. Ok, ok, ok. Limo macht da wohl auch gut. Du bist der Erste, der meine Arbeit lobt. Danke für das Vertrauen. Katze! Ja, ich weiß, dass Louis nicht Hausmeister werden, Hausmeister, Bürgermeister werden darf. Gehst du schon? Komm wieder, wann immer du willst. Oh. Clef, Clef! Oma war vor langer Zeit eine Dienerin der Königin. Sie erzählt uns tolle Geschichten aus dem Königshaus. Möchtest du mit Mutter sprechen? Sie ist nur schwer zu verstehen. Was er getan hat, ist schrecklich. Eine wahre Tragödie. Die Erinnerung zu verdrängen heißt, weiterleben zu können. All diese Unschuldigen, keine Gnade. Okay, mehr ist es wohl nicht. Jean. Eines Tages wird dieses Volk dieses Land regieren. Um dieses Ziel zu erreichen, studiere ich Tag und Nacht. Okay, hatten wir schon. Ich glaube, Jean war der andere Kandidat, der Bürgermeister werden will, und den sollte man auch wählen, damit der Fortschritt auch einkehrt. Wilk? Na sowas? Bettel und Hausieren ist hier unerwünscht! Meine Nettie für Kleidung, für Blaublütige, nicht für den Pöbel. Du wirst unsere Kreation nie tragen. Bestimmt nicht. Ja, jetzt wissen wir auch, was aus Jesse wird nach Team Rocket. Magst du ein frisches Croissant? Nur 10 Taler? Ja. Wow, das sieht echt lecker aus. Ich nehme eins. Lass es dir schmecken. Num, 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 num. Dir scheint es ja zu schmecken. Hätte ich nicht langsam gemacht, hätte ich meine Finger mit aufgegessen. Ich habe viele Weine, doch selbst der König nimmt sie mir alle weg. Ich möchte gern jedem Wein anbieten, aber das geht leider nicht. Viva la Revolution! Ich heiße Heinz. Ich beobachte die Entwicklung der Städte. Der König hat für diese Stadt sehr strenge Gesetze erlassen. Hier wird sich nichts ändern, solange man diese Politik betreibt. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 0%. Ja, bei denen sieht man dann, ob man entsprechendes richtig gemacht hat. Willkommen in Lysiens Hotel! Schieb, schieb, schieb. Wein für unseren Gast! Wir bieten dir exotische Musik und heiße Tänze. Du
Dieser Service ist allerdings nicht gerade billig. Das Ganze macht 1 Million Taler. Bezahlt wird im Voraus. Wie, was? Du beliebst zu scherzen, oder? So viel Geld habe ich nicht bei mir. Was ist los mit dir? Unsere Preise sind doch wirklich toll. Du kannst Schulden auch abarbeiten. Los, bezahle! Ich habe mitgehört. Hast du deine Hände im Spiel? Du kennst ja meine Warnung. Denke zuerst nach, bevor du es bereust. Oh, stimmt nicht. Das ist unser Spezialservice. Dies ist eine neue Idee. Erst erschrecken und dann der tolle Service. Interessant. Ich werde diese Art von Werbung dem Volke nahelegen. Lady Frieda, bitte, bitte. Danke. Diese dumme Sache tut mir wirklich leid. Aber nicht jeder hier ist so. Seltsam. Ich habe das Gefühl, als hätte ich dich schon einmal gesehen. Wenn du Melina heiraten willst, dann begib dich morgen zu ihr. Was? Aus dem Wein haben sie wohl gerade die Gurken rausgenommen. Ah, schön. Dame mit dem Schwert ist Lady Frieda. Sie bewacht die Prinzessin. Sie ist eine Frau. Sie ist eine Frau. Führt das Schwert, aber wie ein Mann. Loire. Loire. Ein Fifi, der auf den Teppich kackt. Die schöne Abzockerkneipe. Rob Wood, der skrupellose Dieb, wurde endlich verhaftet. Hey, no faker, grüß dich. Na, du alter Meckerbock. Mach Etty seinen Job nicht kaputt. Wer die Prinzessin wieder zum Sprechen bringt, darf sie heiraten. Bewerber möchten sich bitte bei König Olaf melden. Olaf! Dann gehen wir mal uns die Prinzessin abgreifen, ne? Hast du die Mitteilung des Königs gelesen? Morgen geht es los. Okay. Das ist das Grenzhäuschen, da kommen wir glaube ich noch nicht durch. Voll. Wo willst du denn hin? Ohne Erlaubnis kannst du nicht passieren. Hinter dem Zoll befindet sich ein Land, das sich Spanien nennt. Ich höre, die Burg wurde von grausamen Unholden überfallen. Ja, wahrscheinlich muss ich erst pennen. Ups. Das hieß ja, morgen geht es los. Lucien. In jedes rechte Zimmer. Okay. Aber ich will das Zimmer mit dem Doggo. Morgen geht es los. Willst du mich verarschen? Ey, doch geht.
rein und erstmal im Schloss in jedes Zimmer gehen. Bist du ein Hochzeitskandidat? Ja. Genau so. Sag mal, ist das die Prinzessin eine hübsche Maus? Natürlich, sei still. Warte im rechten Zimmer, bis man dich ruft. Blödi, das ist das linke Zimmer. Du weißt doch, wo rechts ist, oder? Ah, schön. Wenn ich der Mann der Prinzessin werde, habe ich ausgesorgt. Ah ja, finanzielle Interessen. Mhm. Ich verliere nie, denn es hart auf hart kommt. Oh Gott. Die Prinzessin? Ist die Prinzessin hübsch? Ich hoffe es. Hey Kleiner, willst du der Gemahl der Prinzessin werden? Hübsch. Junge, hör mir mal gut zu. Du bist weder stark, noch klug, noch gut aussehend. Keine Chance. Bitte? Du meinst also, du bist perfekt? Genau. Schau nicht böse. Es steht hier einfach nicht. Ich bin Roy. Die Prinzessin ist mir egal, aber ich liebe ihr Geld. Gegen mich bist du chancenlos, Hosematz. Hey! Mit der goldenen Haaren hast du gute mit den goldenen Haaren hast du gute Chancen. Du bist der Erste, der sich der Prinzessin vorstellt. Tritt ein. Mann, Mann, bin ich gut. Ich weiß immer noch, wie sie heißen. Genau, no faker. Meine königliche Majestät, der König, benimm dich! Seine königliche Majestät, der König, benimm dich! Gott, hier Planet der Klone oder was? Mach zuerst zum König und Prinzessin Melina deine Aufwartung. Willkommen, der Diener erklärt dir die Regeln. Ich hoffe auf dich, für die Prinzessin und unser Land. Prinzessin Melina? Sie sieht aus wie die Melina, die ich kannte. Sogar der Name ist gleich. Was geht hier vor? Was? Sie ignoriert mich. Himmel! Nicht wie meine Melina. Gott, will ich die denn gespringen? Da bist du. Die Prinzessin ist zum Bemitleiden. Hilf ihr, wenn du kannst. Ich habe doch die Regeln des Dieners befolgt. Der Bräutigam der Prinzessin wird nach folgenden Regeln ausgewählt. Der zukünftige Ehemann sollte vom Alter her zur Prinzessin passen. Ein schockierendes Ereignis ließ die Stimme der Prinzessin verstummen. Der König ist darüber sehr, sehr traurig. Derjenige, der die Prinzessin heilt, soll ihr Ehemann werden. Und die Prinzessin zu heilen, ist jeder Vorschlag willkommen. Alle Kandidaten steht eine gewisse Zeit zu, ein Heilmittel zu finden. Verstanden? Jupp. Ich soll also ein Heilmittel gegen die Stummheit der Prinzessin finden. Genau. Wenn du etwas entdeckst, gib sofort Bescheid. Okay. Jo. Könnte man hier nicht irgendwie das halbe Schloss irgendwie einschläfern? Die König nutzt es aus, dass die Prinzessin nicht sprechen kann. Vorsicht, wenn das der König hört, lässt er Gulasch aus dir machen. Niemand weiß, wer der zukünftige Mann der Prinzessin sein wird. Glaubst du also, der König würde seine Krone irgendeinem Fremden vergeben? Ich meine, es muss etwas passieren. Ich denke nur logisch. Om. Om.
Es war alles weggemümmelt hier. Aber draußen fliegt wieder Rettungshubschrauber, genau. Rettungshubschrauber. Tiere. Dark Hero 1742. Grüß dich. Hey, soll ich dir von meinen Heldentaten erzählen? Nun, ich fing den Halunken Rob Wood. Ich überraschte ihn, als er sich das Zimmer des Königs schlich. Siehst du die Narbe auf meiner Stirn? Die stammt von diesem Kampf. Die Prinzessin stammt aus Stockholm, einem Dorf in Norfesterwald. Ich glaube, der König ließ das ganze Dorf zerstören. Nett. Mein Fall ist die Prinzessin nicht. Sie benimmt sich wie ein Püppchen. Sie spricht kein Wort und ist total arrogant. Ha, sie hat einen neuen Account gemacht, Tom hier. Fass dich kurz, wenn du mit dem Gefangenen sprichst. Tom, da, ich war hier letztes Mal im Archiv. Originalspieleberater. Na? Nur keine Angst. Komm doch einfach ein Schwätzchen rüber. Was? Ich bin ein berühmter Dieb, aber verstehe das nicht falsch. Ich nehme nur von denen, die zu viel haben und verteile es gerecht. Ich tue jedoch nichts Verbotenes, oder? Was meinst du dazu? Okay, mehr hat das nicht gebracht. Will haben! Och, auf eBay findest du bestimmt welche. Für 40 Euro aufwärts und wahrscheinlich nicht in dem Zustand, wie die sind. Aber ich werde noch ein Video dazu machen. Das habe ich gestern schon beim Stream gesagt. Alter, die haben mich gestern mit 170 Leuten geraidet. Crazy shit, ey. Ich werde wahrscheinlich, wie gesagt, ich war im Archiv und ich habe noch die ganzen Original-Verpackungen und so weiter und Anleitungen. Da werde ich dann auch mal ein Video machen. Und ich denke mal, da kommt dann auch N64. Und, Molly. Da werde ich dann auch mal den Spieleberater auspacken von den Zelda-Teilen. Ich weiß alles über den Wald. Die Leute nennen mich Molly. Im Mooswald im Osten findest du Pilze zu medizinischen Zwecken. Im Schatten der Bäume sind sie gar nicht so einfach zu finden. Okay, das hatten wir schon. Haben für 3DS das erste und zweite gekauft. Ja, ich habe mir die auch direkt als... gut, ich habe mir prinzipiell wegen Ocarina of Time den 3DS damals gekauft. Kiste. Ach so, ein Pilz. Ja, medizinische Zwecke. Wie geht's dir, Tom? Lange nicht mehr gesehen. Schön, dass du mal wieder am Start bist.
Endlich Ferien. Welche Ferien sind denn aktuell? Ich habe da so überhaupt keinen Überblick mehr drüber. Vorher schnell rüber nach Skandinavien geflitzt. Wo gehst du denn hin? Doch nicht etwa in den Wald? Hast du schon von den bösen Bewohnern des Waldes gehört? Ach ja, das war der... Ich bewundere deinen Mut, aber geh besser nicht weiter. Der Wald ist ein großes Labyrinth. Viele kehrten nie aus dem Wald zurück. Außer man besitzt einen nützlichen Gegenstand, der den Weg zeigt. Ich werde wahrscheinlich ab heute nur noch die Nächte durchspielen. Februar. Habe aber auch Tiefpunkte erreicht. Was für ein Tiefpunkt? Also vom Schlafdefizit her oder was? Ja, hier waren wir schon nochmal den Kristall geborgen. Ja, schön. Ich sag's immer wieder gerne. Ich liebe die Animation, wie er da reinkrabbelt. Im Mooswald gefunden. Rauchen und letztens was ausprobiert. Das klingt aber gar nicht so gut. Bestes Rezept ist der Schlaftrunk, bekannt auf der ganzen Welt. Ich suche im Mooswald nach Zutaten, fand aber keinen Pilz. Oh mein Gott, dieser Steinpilz. Ich selbst konnte bisher noch keinen finden. Willst du mir den Steinpilz vielleicht überlassen? Natürlich werde ich dir etwas anderes dafür geben. Ja, hier. Yep. Natürlich kannst du ihn haben. Ich bin doch nett. Ark, gib den Steinpilz weiter. Hey, Eddie. Na ja, gut, die letzten zwei Wochen konnte ich nicht. Ich hab Bock weiterzumachen. Danke, das wird allen schlaflosen ruhige Nächte bescheren. Zum Dank baue ich dir einen tollen Schlaftrunk. Da die Zubereitung Zeit in Anspruch nimmt, komm doch später wieder. Klapp. Ich habe ja auch Freitag schon gestreamt, Eddie, also. Deswegen. Aber praktisch, dass du das Gemeckere vom Nofaker übernimmst, wenn der gerade mal AFK ist. Ja, ich weiß, das rechte Zimmer. Tom, wie kam es dazu, dass du deinen Namen geändert hast? Danke für deine Geduld. Hier ist dein Schlaftrunk. Sogar ein ausgewachsener Büffel fällt sofort vor den tiefen Schlaf. Dabei könntest du alle Bewohner des Schlosses, hint hint, in Schlaf versetzen. Geh bitte äußerst behutsam damit um und setz ihn richtig ein. Arke hält den Schlaftrunk. Naja, prinzipiell durch die Premierenfunktion, dass ich alle zwei Tage ein Video laufen lasse, zählt auch zur Streamtime, was ich sehr interessant fand. Alles klar, Tom. Jetzt essen wir den Schlaftrunk. Hey, das ist Blue Meth. Wir haben Heisenberg getroffen. Die Küche war, glaube ich, hier drüben. Sei
Sei vorsichtig, es wäre schlecht, wenn jemand etwas hineingäbe. Hallo? Rede mit mir? Ist das jetzt reingeworfen? Nö. Ark füllt den Schlaftrunk in den Topf. Das Essen ist fertig. Ich bin beschäftigt. Geh jetzt bitte. Okay. Smart but lazy. Grüß dich. Was macht die Kunst? Dun, 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 dun. So, jetzt dürften wir eigentlich überall im Schloss hin können, weil jetzt eigentlich ja alles ratzen muss. Nö. Schnarch. Schön. Die Amnesie der Tochter des Bürgermeisters. Sie verlor teilweise ihr Gedächtnis und kann nicht mehr sprechen. Nichts konnte ihr bisher helfen. Wir brauchen Zeit. Ah, okay. Dann, ja. Selbst schuld, aber freut mich, dass du wieder da bist. Das hat mich gestern so dermaßen überfordert. So viele Leute. Total crazy. Norfester Wald nach dem Feldzug. Der Norfester Wald ist jetzt von Wölfen bevölkert. Sie tauchten nach der Zerstörung Stockholms im Wald auf. Die Stockholmer benutzten früher Pfeifen, um ihre Hunde zu bändigen. Bericht über den Eindringling. Rob Wood, der Dieb, wurde von der Königsgarde festgenommen. Er wollte wohl die goldene Statuette aus dem Königszimmer stibitzen. Aber nix. Buch des Feldzuges gegen Stockholm. Der Norfester Wald entwickelte sich langsam aufgrund der Bodenschätze, als ein Soldat die Hermesglocke erhielt, änderte sich alles. Die Glocke führte König Olaf und seine Garde nach Stockholm. Die fanden den erhofften Schatz nicht. Der König war sehr erbost. Alle Bürger Stockholms wurden als Rebellen hingerichtet. Netter König. Ah, okay. Tom, also Zelda Stream, also es kommt auf jeden Fall Link to the Past, definitiv. Aber wann? Erstmal will ich jetzt hier Terranigma durchspielen, also mit mehreren Sachen parallel ist schwierig. Das will ich auch nicht, weil dafür streame ich halt nur ein bis zweimal die Woche und zwei Spiele parallel laufen zu lassen ist da halt schwierig und Katgeiges TV ist ja halt auch immer so eine Nummer für sich. Genauso muss ich halt auch noch Mega Man X fertig machen, ich glaube da werde ich morgen mal gucken, ob ich dazu komme. Original natürlich, Etty. Original, was denkst du von mir? Und ja, aber kommt halt wirklich definitiv. Und ich sag mal, Illusion of Time und Lufia steht ja auch noch an, aber Lufia eher weiter hinten, weil ich das halt auch selbst, bevor ich mir das jetzt halt hier nachgekauft hatte, nie selbst besessen habe. Oh shit. Das ist so ungewohnt, dass man im Steuerkreuz weiterdrücken kann. Oh, wenn das nicht die Prinzessin ist. Warum schlafen sie nicht, Prinzessin? Sie essen wenig. Hm, dab, dab, dab. Haha, Ark. Die Prinzessin scheint dich nicht zu mögen. Verschwinde. Sie sieht aus wie Melina, aber sie benimmt sich anders. Nicht viel, aber fragen kann man mal, sagt Etty. Ich kann ihn wegschieben, wie geil! Ja, so, na toll, jetzt hast du einen pennenden Wachmann, aber... schönes Zimmer. Oh yeah. Wann kommt der Breath of the Wild Master Mode? Also ich habe
ehrlich gesagt absolut kein Interesse dran, Breath of the Wild nochmal durchzuzocken. Schnarch. Ich berühre die Statue nicht. Schnarch. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt bei Breath of the Wild alles habe, bis auf die Crocs. Und das langt auch. Ist eigentlich den Sonntag den ganzen Tag Zeit? Bezieht sich auf was? Ah, gehält die Hermesglocke. Und die ganzen DLCs. Ja, Tom, ich habe das Masterschwert komplett reaktiviert. Ich habe DLC 2 komplett fertig. Ich habe das Moped. Aber Zelda habe ich halt lieber für mich selber gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, den Endkampf wollte ich streamen und da bist du, glaube ich, damals dazugekommen, wenn ich mich da recht entsinne. Aber ich muss sagen, beim Masterschwert reaktivieren fand ich persönlich den ersten Abschnitt, den schlimmsten. Danach die beiden, den Fortgeschrittenen und den Profi, den habe ich ohne einmal zu verrecken durchgemacht. Schnarch. Ach, das sind Engelstatuen. Ich war gerade am Überlegen, was zur Hölle sind das für Viecher? Kannst ja sonntags länger streamen, da du auch mal was schaffst. Ja, ich muss persönlich halt sagen, so... Ah. Dark Hero gehört wie Tom wieder wie Obstkuchen zum Clan. Dank dir, Mann, für den Follow. Für den Re-Follow, wenn man es genau nimmt. Ja, ich muss sagen, so mit 2 bis 3 Stunden Streams fahre ich eigentlich so am besten. Weil alles, was drüber hinausgeht, da werde ich dann irgendwann einfach Banane. WB, no Faker. So, jetzt musst du mit dem Eti um die Wette meckern. Und dann entscheiden wir, wer der Meckermeister ist. Ach, der Eti meint, ich streame zu wenig. Aber ich habe halt ein Real Life, das kennt er halt nicht. Ja, ich will in den Wald gehen, du Nervensäge, und einen Text hatten wir schon. Blüm, Hermesglocke erklingt. Beef! Ja, so weit ist es jetzt auch nicht. Kinderimpft! Jo, nicht kritische Treffer machen mehr Schaden als kritische Treffer. Yes! Real Life, muss der Eddie gerade sagen. Stream ist auch Real Life. Ach ja. Gibt auch die IRL-Section, genau. Da setze ich mich dann hier hin und blende dann ein, wie ich Thumbnails baue und hier sitze und für Leute und Bands Autogramme schreibe oder was. Klingt jetzt komisch, ist aber wirklich so. Hm? Ach, ich hab Pause drin. Das erklärt einiges. No. Man könnte fast meinen, die Wölfe sind Reskins. Alles klar, Sackgasse. Diese Ninja-Werbung. Was für eine Ninja-Werbung? Was ist das für eine Glocke? Die klingt echt grauenvoll. Wieder da. Geh schnell an den PC, da kann ich schneller meckern. Ah.
fällt mir gerade ein, ich muss Wolla mal anschreiben, wie weit sie mit den Abonnenten-Smileys ist. Ich war gespannt, was die Dame da gezaubert hat. Vorhin gibt es für die Unboxings auch ein neues Logo. Da bin ich auch mal schwer gespannt, was da draus wird. Bäh. Oh, verdammtes Wolfi, du. Na, scheint mich... Bäh. Friss meinen Berserker. Blüm. Die Hermes-Glocke... Die Hermes-Conrad-Glocke. Unboxings, ja, für Loot Chest oder ich will mir schon seit Monaten endlich mal die Get Digital Box probeweise holen und oder jetzt halt zum Beispiel das Retron 5 habe ich Unboxing gemacht oder die Switch, einfach weil Community und Freunde gesagt haben, mach doch mal. Deswegen mache ich seit wann auch immer noch Unboxings. Okay. Direkt mal abonnieren. Danke dir, NoFaker. Also, YouTube findest du halt eigentlich anders gesehen als hier auf Twitch. Nur die Unboxings und Live-Musik-Videos von befreundeten Bands, die bei mir im Band-Support sind. Das ist halt eigentlich immer die Mucke, die bei mir im Vorspann läuft. Die kriegen halt von mir ein Live-Video und dafür darf ich denen ihre Mucke spielen. Und ja. Welche Zelda-Teile ich im Stream wieder gespielt habe? Oder insgesamt, Tom? Direkt wieder D-Abo. Naja, Musik ist halt Geschmackssache. Das ist halt so. Ja, dieses Jahr sind schon 4 neue Bands seit Januar im Bandpool drin. Vor allem auch mal was Gediegeneres, nicht nur auf der Fresse. Naja gut, ich sag mal jetzt, das Orgpack ist halt mit Fantasy Ambience Music auch weniger auf die Fresse als die meisten anderen Bands bei mir. Generell, also gezockt habe ich alle Zeldas. Ich besitze auch alle Zeldas. Angeb. Und ja. Im Stream habe ich eigentlich bis jetzt nur Link's Awakening gezockt für den Gameboy. Ja. Und fürs N64 warte ich persönlich halt immer noch für einen Emulator, der halt wie das Retron ist. Wo ich halt N64-Game reinstopseln kann. Und ja genau, Breath of the Wild halt den Endkampf. Und die letzten 3 Tempel oder was das waren. Ja. Prinzipiell mehr halt nicht, was Zelda angeht. Götterknolle. Ich würde eigentlich gerne aufheben. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, hier mit der